Willkommen zurück, Reisende. Heute fangen wir mal mit My Time at Portia an. Scheint hübsch zu sein und ein bisschen von der Art her wie Stardew Valley, wie ich es gelesen habe. Wir haben eine alte Werkstatt und sollen uns mit der Bevölkerung anfreunden und die Rätsel aus dem Untergrund herausfinden. Machen noch mal ein bisschen leiser. Und werden wir mal gucken, was uns erwartet. So. Also scheinbar spielen wir ein Kind. Gesichtstyp, Haare. Untere Gesichtshälfte, Deko. Ja, erstmal die Haare, die gehen ja mal gar nicht. Ja, okay. Wie? Ah, drehen so rum. Ja, ganz geil. Mein Monitor geht einfach so aus. So, jetzt sollte es gehen. Haarlänge. Ja, super, da sehen wir aus wie Mädchen. Ja, das hier geht ja. Haarfarbe rot, das passt. Marco geht natürlich gar nicht. So, Gesichtstyp. Ja, das lassen wir einfach so. Braunposition. Er hat eine Idee. Form der Augenbrauen. Also. So. Augen. Naja, ist ja Anime-Style so ein bisschen. Können wir ja ruhig größer machen. So. Augenhöhe. Das lassen wir mal lieber. Augenabstand, okay. Hat sich da jetzt was verändert? Ah. So. Untere Gesichtshälfte. Oh, man kann aber sehr viel einstellen. Nase, Nasengröße, Mund, Kinn. Aha, so kriegen wir ein spitzes Kinn. Also man kann da echt witzige Sachen machen. So, Deko. Was gibt's denn da? Ein Bart. Okay, das geht als Kind jetzt irgendwie nicht wirklich. Ja, aber das sieht scheiße aus. Also beim Bart haben sie gespart. So. Ja, ein Kind mit Vollbart. Warum nicht? Also der Bart ist auch rot. Sieht man jetzt zwar nicht, ja, aber. Cool, was haben wir hier? Okay. Ah, mit Narben, das ist auch cool. So. Dann werden wir das mal so bestätigen. Es gibt Kalender, okay. Auch Jahre, wir haben gerade Frühling. Wähle deinen Geburtstag. Wie, man hatte entweder irgendwann im Monat Geburtstag oder was? Hier gibt es ein Event scheinbar. Hier kann man bestimmt besonders gut angeln. Oh, also viele Events.
Monat 4. Aha. Das Jahr hat 4 Monate. Ja, dann haben wir im Tagebauzug. Warum nicht? Muss ja nicht auf irgendeinen Feiertag oder so ein Spielevent fallen. Wenn du in den verlassenen Ruinen keine neuen Relikte mehr findest, kannst du über das Schaltpult am Eingang die Ebene wechseln, um neues Gebiet zu erreichen. Ist echt wie Stardew Valley. Also mir gefällt die Grafik hier ein bisschen besser. Die in Stardew Valley ist auch sehr, sehr cool, also dafür gut passend gemacht. Oder ist jetzt hier mal ein bisschen anders? Also, wir kommen mit dem Boot an. Gut, also Text ist auf Englisch, Untertitel auf Deutsch. Ja, wir sind jung. Wir sind nur ein bisschen klein, das alles. So, müssen wir mal gucken, wie die Steuerung ist. Ah, sie ist sehr hübsch gemacht. Aber technologisch passt da ja schon wieder nichts zusammen. Deswegen bestimmt das Erkunden im Untergrund. Es war technologisch fortgeschritten, dann haben wir uns mal wieder selbst vernichtet und leben wieder im Mittelalter. Also, im Fotoalbum gespeichert. Wesley getroffen, also der Typ, das ist Wesley. Wesley, wie geht es dir? Ja, klar, ich weiß auch direkt seinen Namen. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise. Von Banner Walk, richtig. Das ist ziemlich weit. Wie dem auch sei, ich bin hier, um dich zu deiner Werkstatt zu führen. Wenn du mir also folgen würdest, ist es nicht weit. Ich frage mich, wie sie aussieht. Ich habe meinen Vater nicht wirklich gut gekannt. Ah, okay, die Werkstatt ist von unserem Vater. Und nicht von unserem Opa. Seit dein Vater Portia vor so langer Zeit verlassen hat, hat hier niemand mehr gearbeitet. Er war ein guter Freund. Okay, bewegen, WASD. Autorennen ist Mausrad drücken. Springen ist Leertaste. Und sprinten können wir auch mit Shift und W. Aber das verbraucht DP. Okay, ich sehe jetzt unten eine Anzeige Level 1. AP, unsere Gesundheit. SP, aber was ist DP? Das werden wir bestimmt dann noch rausfinden. Aber wir können uns ja mal umschauen hier. Ja, aber sehr schön. Und hier können wir dann bestimmt unsere Angelgegenstände kaufen. Ja, ja, ich folge dir ja. Wir mussten ihm jetzt ja sehr lange folgen. Das ist unsere Werkstatt. Nicht mehr in gutem Zustand. Wie gefällt sie uns? Sieht gemütlich aus. Echt, wir sind klein geratener Erwachsener. Hier ist ein Brief von deinem Vater. Er bat mich, ihn dir zu überreichen, sobald du das Haus gesehen hast. Ach du. Wenn du dies liest, bin ich schon am anderen Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da sein zu können. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, es dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Dann fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganzer Stolz sein, dein Vater. Tag 1, Monat 1, Jahr 1. Krass. Hier ist das Werkstatthandbuch deines Vaters. Nimm dir Zeit, komm morgen zur Handelsgilde von Portia. Sie befindet sich direkt am Peach Plaza. Du kannst sie nicht übersehen. Ich würde dir deine Handwerklizenz am liebsten sofort übergeben. Doch zuerst musst du dein Können bei ein paar Tests unter Beweis stellen. Verstanden, morgen. Nun, dann lasse ich dich mal allein, ruh dich etwas aus.
Okay, jetzt schlafen wir schon. Eh aufwachen. Wegen des Windes, der nachts durch die Ritzen pfeift, habe ich gar nicht gut geschlafen und wir haben Kopfschmerzen. Mission Start, zur Handelsgilde gehen. Ja, aber erstmal müssen wir jetzt mal hier unsere... dieses Loch schließen. 3 Holz benötigt, um die Lücke zu schließen. Cool. Was steht hier? E-Pult für zu Hause. Möbel. Die Möbel haben Gesundheit, Ausdauer, Angriff, Verteidigung. Ah, die Boni sind dann für uns. Das ist ja cool. Aber Möbel haben wir noch keine freigeschaltet. Helferoption. Hör auf, Feldfrüchte zu ernten. Hör auf, tierische Erzeugnisse zu sammeln. Hör auf, Werkstattprodukte zu sammeln. Hör auf, die Maschinen zu tanken. Hör auf, den Tieren Futter zu geben. Hör auf, die Pflanzen zu düngen. Warum aufhören? Pflanzen düngen, Tiere füttern ist auch was Gutes, oder nicht? Helferprotokoll. Okay. So, also ein paar Löcher im Fußboden, Fenster ein bisschen kaputt, das können wir dann wahrscheinlich auch reparieren. Dann werden wir uns hier wohl eine Werkstatt einrichten können. Gut, also zum Rausgehen und Ort wechseln lädt er wohl immer wieder neu. Wir haben auch einen Garten. Montagestation. Handbuch, Gegenstand. Da ist was aufgetaucht. Also hier, öffne das Handbuch, wähle Bauplan. Bauplan. Montageindex, Steinofen. Also einige Sachen können wir wohl herstellen. Brückenkörper, Brückenkopf. Ein TÜV. Schleifmaschine, Steinofen. Ja, sollten wir jetzt mal noch nicht machen, weil wir nicht wissen, was wir als erstes benötigen. Also jeder Baum gibt Holz. Holz mit dem Steinofen schmelzen. Kupfererz können wir schmelzen zu Kupferbarren. Daraus Kupferrohre herstellen. Holzbrett. 32 Holz. Steinziegel aus Stein. Aber wir haben ja... Wo zeigt er uns an, was wir haben? Ein Übungsschwert, Bronzeschwert, fortgeschrittene Schwerter. Klinge der Bosheit. Na, das werden wir uns später wohl herstellen. Oh, die Achse cool aus. Eine Angel können wir uns herstellen. Arbeitstisch Level 2 brauchen wir dann. Okay. Handbuch. Ah, okay, hier wird alles angezeigt. Ist jetzt nur die Frage. Dann ist Zahltag. Zu installieren muss Handbuch halten. Amen. Okay. Wo steht, wie viel wir von was haben? Hier ist ein Arbeitstisch. Also, wir haben 0 Holz. 0 Hartholz. Ja, wir werden jetzt alles 0 haben. Schleifstein, Holz. Ah, hier machen wir von Holzfällern. Okay. So. Das Nachbargrundstück können wir kaufen. So, I angeblich. Ah, Inventar ist komplett leer. Gut. Charakter, Mission. Karte. Also hier befinden wir uns. Da wohnen wir. Wir können reinzoomen. Okay. Und hier sind noch unentdeckte Bereiche. Ah, okay. Die Karte ist größer als gedacht. Also gibt dann sehr viel zu entdecken.
So, wir sollen hier hingehen. Handelsgilde. Also echt einfach direkt in die Stadt rein. Was ist hier? Verlassene Ruine 1. Kirchenladen. Kalender. Handbuch. Mission. Ach du. Es klicken, um Skillpunkte hinzuzufügen. Die verschiedenen Skillpunkte haben verschiedene Obergrenzen. Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste Level freischalten. Der letzte Skill mit fantastischem Effekt. Also einen Skillbaum haben wir. Okay. Wenn jetzt natürlich ja 0 haben. Dann sollten wir als erstes wahrscheinlich irgendwas fürs Sammeln. Meister der Spitzhacke. Meister der Axt. Wir werden bestimmt viel Holz am Anfang benötigen. Ups, falsche Taste. So. Wir haben auch Post. Das machen wir gleich. Ah, okay. Das ist die Anzeige, die er meint mit Laufen. Dann gehen wir uns jetzt mal die erste Mission anschauen. Könnte nicht besser sein, geht so, eher nicht. Geht so. Lass mich dir die Handelsgilde vorstellen. Wir sind die Institution, die den Handel zwischen den beiden Städten organisiert. Hier ist Port Dias Zweigstelle. Wir sind das ganze Jahr über sehr beschäftigt. Also dann, hier kommt deine Handwerksprüfung. Die erste Aufgabe ist sehr einfach. Baue eine Axt. Deine Spitzhacke bringen sie mir. Brauchen Holz und Steine. Selber sammeln. Ja, den Arbeitstisch, den haben wir gerade entdeckt. So. Hier gibt es ein Buch. Ein Ratgeber. Also hier kann man sich dann noch durchlesen, wenn man Fragen hat. Gegenstandsaustausch. Ah, okay. Wasserabweisender Hut mit breiter Krempe wird von der Anglervereinigung angeboten. Anglerabzeichen. Ah, dann können wir an diesen 2 Tagen, die im Kalender markiert sind, bestimmt an so einem Angelwettbewerb teilnehmen. Und wahrscheinlich, wer die meisten Fische oder die größten fängt, dann bekommen wir so Punkte, die wir dann eintauschen können. Okay. Ist hier noch irgendwas? Viele Bücher. Handelsaufträge. Das bestimmt der Schwierigkeitsgrad. Belohnung. Geben auch scheinbar gut Belohnung. Und je höher der Rang, umso mehr Belohnung. Wie bei einer Abenteurergilde. Dann werden wir jetzt mal schauen, wo wir Holz und Steine herkriegen. Weil gibt es ja von Bäumen und Steine. Oh, hier, da glitzern Steine. Aber können wir die einfach so auf. Ah, okay. 3 Steine. Jetzt haben wir den in der Hand, der ist ja ganz prima. Ah, unten sehen wir jetzt, wie viel. Oder wird als 1. Mal gucken. Also 1 drücken geht nicht. Also wir können damit nicht zuschlagen. Also wir können es einsammeln, ohne ein Werkzeug zu haben. So, mal schauen, dass wir hier genug zusammenkriegen. Wir sammeln am besten gleich mehr ein. Dann können wir zur Not, wenn noch was herstellen. Weil es ist ja nicht gesagt, dass wir die Axt und so jetzt dann behalten dürfen. Aber gehe ich mal von aus, damit wir anfangen können, auch Sachen herzustellen und sowas. So.
Echt, man findet jetzt nur das, was man braucht, oder wie? Wir brauchen noch Holz. Ah, cool. Das macht also das Mausrad. Was ist denn, wenn wir jetzt zwei drücken? Ah, okay, wir haben es dann einfach in der Hand. So. Aber er liegt echt nicht mehr rum, wa? Da sind Marienkäfer in Übergröße. Hier gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Also können wir... Ah, wir können uns eine Ente klauen. F. Aufheben. Ente. Ach, krass. Gut, wir können uns keine Ente klauen. Und wenn wir das jetzt mal herstellen, die Axt und die Spitzhacke? Am Arbeitstisch in deinem Garten kannst du die benötigten Gegenstände fertigen. Ja, wollen wir ja machen. So. Was war's? Axt könnten wir zur Not noch eine herstellen. Halt die Angriffstaste gedrückt, um kontinuierlich anzugreifen. Okay. Werden wir jetzt eine herstellen. Krass, jetzt können wir die Spitzhacke nicht herstellen. Hier lag doch aber kein Holz mehr rum. Ah, warte, wir können jetzt aber... Super, was ist denn die Angreifentaste? Angreifen, angreifen, angreifen. Charakter. Ja, Skillbaum. Inventar. Wie greifen wir jetzt an? Krass, wo ist die Achse jetzt hin? Ich hab's fallen lassen, oder was? Ach nee. Wo ist denn hin? Ja, hier kommt das. Kommt erstmal ins Inventar jetzt. So. Wie? Also B ist Karte. Ist doch nicht wahr. Steuerung. Angriff. Linke Maustaste. Ach, jetzt auf einmal. Ah, okay, das sammeln wir automatisch ein. Wenn wir jetzt hier erstmal Inventar mit Holz voll machen, dann können wir die Spitzhacke herstellen. Die Bäume braucht hier eh keiner. Holz brauchen wir für fast alles am Anfang. Oh, wir sind Level up. Okay. Also diese SP verbraucht sich bei jedem Schlag. Müssen wir dann mal... Oh, wenn das ist wie in Stardew Valley, müssen wir schlafen zum Aufladen. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen, weil das Herstellen verbraucht bestimmt auch Energie, oder? Was ist denn das hier? Echt, wir brauchen eine Axt für den Busch. So.
Also eine Spitzhacke. Hier. Oh, das gibt auch jedes Mal Erfahrungspunkte. So, wenn er uns jetzt die Axt wegnimmt, fehlen uns 4 Steine. So. Jetzt lagern wir das hier um in unser Inventar. Baumharz. Okay. So. Legen wir die auf 2. Können wir auch immer wechseln zwischen den Werkzeugen. Und so können wir ja rumlaufen ohne eine Axt in der Hand. Nicht, dass wir hier verhaftet werden oder sowas. Aber macht bisher Spaß. Das war jetzt noch der Anfang. Wir wissen ja noch nicht, was kommt. Aber es gibt ja noch sehr viele Sachen, die wir auch bauen können und alles. Exzellente Qualität. Gut gemacht. Du kannst sie behalten. Ich wollte nur sehen, was du kannst. Nun im zweiten Test geht es um den Bau eines Steinofens. Das ist ein wenig schwieriger. Du wirst dafür die Montagestation in deinem Garten benutzen müssen. Wenn ich mich recht entsinne, führte dein Vater akribisch Protokoll über die Dinge, die er herstellte. Du solltest vielleicht mal in seinem Werkstatthandbuch nach dem Bauplan eines Steinofens suchen. Wenn du ihn gefunden hast, kannst du ihn einfach an der Montagestation in deinem Garten verwenden, um... Ah, okay, runterscrollen ging nicht. Ah, cool, so geht das auch. Aha, cool. So. Handbuch. Handbuch. Gegenstandskarte. Was hat er gesagt? Steinofen, ne? Also, Stein. Warum denn Steinhocker? Na, 10 Holz sollten wir jetzt aber haben. Handbuch. Also eigentlich haben wir ja genug Holz. Dann müssen wir das Ding jetzt einfach bei uns bauen. So. Dann mal ein bisschen rennen. Ein bisschen Ausdauer haben wir ja. Hier liegt Holz. Und wieder Steine. Das ist doch cool. Also echt, die glitzern nur, wenn man die noch sammeln muss. Schlangenbeere, Raupe, okay. Müssen nur aufpassen, nicht, dass unser Inventar gleich voll ist. Weil die Plätze müssen wir erst noch freischalten. So. Zum Henker nicht genug Gegenstände? Hier können wir ein Tier mitfangen. Ah, okay, mit dem Salat. Buntes Lama, Baumwolllama. Das gern Reh sein möchte. Anforderung, verbesserte Fallenkiste. Fallenkiste. Also nur hier können wir die scheinbar platzieren. Genau hier. Aber dafür haben wir ja auch noch keine. Und da sind die Lamas. Haben wir es jetzt eingesammelt? Ja. Was passiert denn? Level 1. Gibt das Fleisch? Also wir können es töten. Oh Gott, das jetzt aber... Wir haben keine Ausdauer mehr. Also es ist kein Sturmangriff. Naja, egal. Müssen wir bestimmt schlafen, um
die Leiste wieder aufzufüllen, wa? So, mal gucken. Machen wir gleich. Ja. Bauen. Ich scheinbar 10 Holz jetzt nur, oder wie? Nimm das benötigte Teil in die Hand, ziele auf die Silhouette eines Bauprojekts und drücke dann die linke Maustaste oder AX, um den Gegenstand zu montieren. Das Pult der Montagestation kann dazu genutzt werden, sich die erforderlichen Materialien anzusehen und den Bauplan abzubrechen. Du kannst dem Bauprojekt Teile hinzufügen oder Teile von ihm entfernen, indem du dich in die Nähe der Silhouette stellst und die rechte Maustaste drückst. Nachdem du alle Teile zusammengeführt hast, drücke E. Okay. Da geht einer nachts joggen. Braucht man dafür. Du musst den Gegenstand in deiner Schnellleiste ausgewählt haben. Okay. Nein, da. Also, dann tauschen wir mal. Raupe, keine Ahnung. Wofür wir die gebrauchen können. So. Platzieren Holz. Steinhocker. Ah, wir müssen jetzt ein Steinhocker. Handbuch. Echt, wir müssen jetzt erst einen Steinhocker herstellen. Ja, haha, wie denn? Vielleicht hier drüben? Steinhocker. Schleifstein, Holz, Fallenkiste. Holzkiste. Kräuter. Holzkorb. Spitzhacke. Ah, hier, Steinhocker. Stein 10. Ah, okay. Hier können wir einige Teile herstellen und dann müssen wir sie hier zusammenfügen zu was anderem. Steine. Wir haben keine Ausdauer, müssen wir hoffen, dass Steine rumliegen. Hier liegen Steine rum. Das war gut. Ah, dafür brauchen wir auch Ausdauer. Deswegen konnten wir das Lama nicht killen. Okay. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Das war einfach Einstellungen gedrückt halten. Okay. Mal sehen. Vielleicht ist sie jetzt wieder aufgefüllt, die Leiste. Ja, ja, er will das Haus reparieren. Okay, also ein bisschen mehr als die Hälfte hat sich's aufgefüllt. Dann können wir gleich mal gucken, ob uns das Lammerfleisch gibt. Komischerweise musst du nämlich noch nichts essen. Oder trinken. Das nehmen wir uns mal mit. Wie gibt denn das? 6 Steine. Oh, da gab es was anderes. Marmor und Kupfererz. Ja, cool, die Mauer braucht hier sowieso keiner. So, hier ein paar Steine einsammeln. Holy geht. Schock. Da hinten ist eine Insel. Oder? Nee, das geht da nur so rum. Sieht aus, als hätten die da Herbst und wir haben Sommer. Oder Frühling. Also wir können ja sehr viele Sachen einsammeln. Kräuter, damit kann man bestimmt Medizin herstellen oder sowas. So, jetzt müssten wir genug für den Holzhocker haben, oder? Steinhocker. Na, was auch immer. Steinhocker. Fertigen ein. Jetzt können wir mal gucken,
Ja, cool, wir haben ihn in der Hand. Was ist denn der Wert? 7 Goldmünzen. Okay, Steine. 2 Steine, eine Goldmünze. Aber müssen wir jetzt mal. Machen wir 2 Goldmünzen gewinnen. Seit wann funktioniert ein Hocker so? Das ist auch ein Schmelzofen. Zurückholen. Warum zurückholen? Okay. Hauptsache, wir können ihn mit uns rumtragen. Also jetzt will er den ja bestimmt wieder gezeigt bekommen. Ich gehe kaputt, hier steht aber eine Kiste. Was zum... Alte Handschuhe. Ausweichrolle, Angriff. Was sagt er uns jetzt? Aber warum haben wir jetzt Handschuhe? Wir müssen mal irgendwie ein bisschen das Inventar umsortieren hier. Marmor, Eisenerz, können wir echt gut gebrauchen. Handschuhe. Oh, eigentlich auch. So. Wir haben zwar eine Axt, mit der wir uns prügeln können. Level up. Er packt das direkt ins Inventar, wenn wir es nicht auf der Schnellleiste liegen haben und den Gegenstand schon im Inventar haben. Oh, guck mal, der Deckel hier vorne rum. Können wir ihn ansprechen? Können wir? Haha. Du hast bestanden. Jetzt haben wir eine Handwerkslizenz bekommen. Jetzt musst du die Lizenz nur noch zum Büro des Bürgermeisters bringen und deine Werkstatt registrieren lassen. Danach kannst du reguläre Aufträge annehmen. Wir sollen später wiederkommen. Dann können wir bestimmt von dieser Auftragstafel, die da hing, dann auch Sachen annehmen. Ja, was ist? Wo wollen wir hin? Da. Hier sollen wir uns jetzt registrieren lassen. Ja, klar. Der ist wie wir, zu klein geraten. Willkommen, du musst bitte sein. Ich bin Gell, der Bürgermeister dieser Stadt. Es ist wirklich wundervoll zu sehen, wie sich junge Leute an der Telesis unserer Gesellschaft beteiligen. Telesis. Okay. Ich bin hier, um meine Werkstatt zu registrieren. Sehr schön. Wie lautet der Name deiner Werkstatt? Oh Gott. Hier werden sie bestimmt. Ja. Können wir die nennen? Oh, super. Haben wir gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie nennen wir die jetzt? Oh. Zum bärtigen Kind. Nee, dann schreiben wir es lieber groß war. Geht sogar. Ach, schade. Zu lang. Redhead. Das geht. Ja. So. Redhead, netter Name. Bist du deine... Bitte, deine Registrierung ist abgeschlossen. Danke. Wir halten hin und wieder eine Dorfversammlung ab, die per Post angekündigt wird. Versuche zu erscheinen, wenn du kannst. Du willst doch nicht, dass ich der einzige Anwesende bin, oder? Ich werde dort Stadt- und Weltgeschehen ansprechen, das Übliche halt, du weißt schon. Okay, also wir dürften jetzt Aufträge annehmen. Und haben jetzt auch einen Schmelzofen, den wir bei uns irgendwo hinstellen müssen.
Dann sollten wir mal überlegen, dass wir noch ein bisschen Holz sammeln, um unser Haus erstmal zu reparieren. Höchstwahrscheinlich, wir haben ja die Leiste unten für die Ausdauer nicht ganz auffüllen können. Ich glaube, der labert uns einfach voll. Dein Vater wäre so stolz auf uns. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, vielleicht können wir mit der Ausdauerleiste, wenn wir das Haus reparieren, sie mehr auffüllen. So dass, wenn es ganz repariert ist, die Ausdauerleiste auch jedes Mal, wenn wir schlafen, ganz aufgefüllt wird. Also, wäre möglich, ne? Lass mich dir einige der Abläufe unseres Handels erklären. Hier im Büro von Portia nehmen wir jeden Tag Aufträge an dem Brett dort drüben aus. Jo, der denkt, wir hätten noch nie ein Anime gesehen. Ja, ja, ist ja klar. Oh, krass. Oh. Krass, da steht nichts drauf. Also er ist ein Arschloch. Sehe ich jetzt schon. Er hat die beste Werkstatt, glaubt er wohl selber nicht. Der hat unsere Haarfarbe geklaut. Unser schlecht erzogener großer Bruder, oder was ist er? Ha, hier gibt's doch eine Insel. Also, wir sollen jetzt eine Brücke bauen. Ja, krass, will trotzdem gucken, was hier so gibt. Oh, das kann auch keine Sau lesen, ey. Was gibt denn hier das meiste Geld? Oh, hier, guck mal da oben. 8 Holzkohle. Ey, wir haben Schmelzofen. Der hat bestimmt gesagt, wie viel wir annehmen können, ne? Muschelhalsketten. Ja, da warten wir jetzt erstmal. Faserstoff. Hey, haben wir doch gesammelt. Kann keine weiteren Aufträge annehmen. Ist ja doof. Also Faserstoff haben wir aber. Können wir nochmal kurz gucken. So. Ja, guck mal. Pflanzenfasern. Können wir bestimmt dann... So. Pflanzenfasern. Ach, es geht schon wieder in diesem anderen Ding. So, und hier Brückenkopf und Brückenkörper. Davon brauchen wir 2 und hiervon, je nachdem wie groß die Brücke werden soll, brauchen wir dafür. Kupferrohre, also wir brauchen Kupfererz. Brückenkörper. Bronzebarren. Brauchen wir Zinn, Kupfer, also wir müssen in ein Bergwerk gehen. Ganz klare Angelegenheit. Wir brauchen nur Stein, Zinn und Kupfer. Und Hartholz. Oh Gott. Je größer der Baum, desto härter sein Holz. Oh, das verbraucht doch bestimmt sehr viel Ausdauer. Wenn wir hier so einen Riesenbaum umnieten. Das Telefon glitzert. Hm. Das irgendwas zu sagen hat? Ja, du. Moment, Moment, bleib dran. Ich bin einer der Erschaffer dieser Welt. Ich habe dafür gesorgt, dass das Gras wächst. Ja, der nimmt auch runde Pillen. Genießt du deine Zeit in Portia? Wenn du Fragen oder Bedenken hast, kannst du eine E-Mail senden. Wir schätzen deine Kritik und dein Lob. Eigentlich nur dein Lob. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Irgendwo in der verlassenen Ruinen gibt es einen geheimen Raum. Der ist wirklich genial. Hauptsache, die Admins oder Entwickler sagen dir direkt, wo das Easter Egg versteckt ist, oder... Ja, wir müssen so oder so in ein Bergwerk. Also hier Karte M. Karte M, was ist das denn jetzt hier? Da sollen wir die Brücke bauen. Bauwerkstatt. Echt jetzt? Oder was soll das halt? Ne, Bauwerke. Mhm. Hier können wir angeln. Da und da können wir überall angeln. Hauptsache, hier gibt es einen Bus.
So. Naja, werden wir die in den Ruinen bekommen? Baumschule. Verlassene Ruinen Level 2. Ja, guck mal, wir sind in der Nähe. Dann gehen wir einfach kurz mal in die Ruinen. Oh, wir sind ja Level 1. Da lang. Und gucken, ob wir da die Erze bekommen. Lieber mal eine Axt aus. Warte, wir haben Handschuhe. Wie war denn das jetzt hier? Da lang, da lang, da. Krass, ich bin noch nicht mal reingegangen. Hey da, erster Ruin. Tauchgang. Aha. Liegen die unter Wasser? Alles klar, dann lass mich erklären. Alle Ruinen in der Allianz der Freien Städte werden durch die Ziviltruppe überwacht. Um sie zu betreten, musst du eine wöchentliche Wartungsgebühr zahlen. Beim ersten Mal gewähren wir dir allerdings einen Rabatt. Ach, ist doch scheiße. Wenn du eintrittst, bekommst du von mir ein Jetpack. Und einen Scanner? Was geht bei ihm? Das sind sehr nützliche uralte Relikte, wenn du sie ausgerüstet hast. Wird das Abbauen von Rohstoffen viel einfacher. Wir brauchen beide wieder zurück, wenn du herauskommst. Denn sie sind wirklich selten. Also eine Ruine liegt meist unterirdisch. Die Gänge sind nicht besonders hoch, es gibt mal größere Räume. Aber meist läuft man auf dem Boden. Wozu brauchen wir denn ein Jetpack? Das hier neben mir ist eine verlassene Ruine. Dort drin gibt es keine Monster oder Roboter, nur Rohstoffe und Relikte. Energiesteine. Allerdings, was du in den Ruinen findest, kannst du behalten. Außer uralte Waffen, die sollen wir der Kirche zur Zerstörung übergeben. Der kann mich, Alter, die behalte ich. Lieber fackel ich die Kirche ab. Okay, das wäre alles. Habt Spaß und sei vorsichtig darin. Ja, cool. 60% Erlass, aber auf wie viel? Sagt er auch nicht. Ein Werkstattbesitzer kann durch Aufträge der Handelsgilde oder durch den direkten Verkauf von Gegenständen an Ladenbesitzer Geld machen. Ja, ist schon klar. So, Aufzug. Die Frage ist ja allerdings, was kostet das? Ah, cool, einfach anklicken. 20 Golds. Da hat sie ja noch geschrieben. Bezahlen, um zu einem anderen Areal der verlassenen Ruinen zu wechseln. Der aktuelle Fortschritt geht verloren. Also, wenn wir in Level 1 drauf gehen, können wir einfach, also sind wir wieder draußen, denke ich mal. Und wenn wir Ebene 2 oder 3 erreichen und lebend rauskommen, können wir direkt da weitermachen dann. Okay, dann werden wir jetzt erstmal kurz unseren Ofen hinstellen und jetzt mal ein bisschen mit einer Axt rumlaufen. Also, hier stehen auch, oh, hier, guck mal, da ist ein Baum. Wieso denn treten? Warum kann ich im Baum treten? Gummifrucht. Aha. Ah, wir verbrauchen Ausdauer, obwohl wir eine bessere Axt brauchen. Man hätte früher nach links gucken sollen. Egal, wir werden jetzt kurz mal den Fußboden reparieren, um zu sehen, ob das was bringt wegen der Ausdauer beim Schlafen. Naja, ob das heute liegt hier einfach rum. Oh, wir müssen schon wieder aufpassen, das verballert schon wieder unsere Energie. Keine Rohstoffe mehr, was ist das denn jetzt? Also eine Kiste, in die wir irgendwas reinpacken können, aber kann sie nicht auswählen. So, wo stellen wir jetzt den Schmelzofen hin? Kann man den da in die Ecke stellen? Scheint so. Fertigen. Steinziegel, die werden wir dann brauchen. Ah, okay. 8 Steine und 20 Holz. Ah, nee, warte, 8 Steine brauchen wir.
20 Holz können wir reinpacken zum Auftanken des Ofens. Holzkohle. Holzkohle brauchen wir 8 Stück. Aber vorher müssen wir... Oh, super, wie viel Holz haben wir denn? Wie viel Holz haben wir gesammelt? 65, ja gut, können wir mal kurz auftanken. So, dann werden wir jetzt hier einmal auftanken. Ja, mach halt. So. Holzkohle, wie viel? Shit, wir brauchen 8. 8 Stunden? Ist nicht sein Ernst. Das dauert jetzt 8 Stunden, oder wie? Echt jetzt, nicht sein Ernst. Na gut, scheint aber aufgefallene Gegenstand. Runtergebrochen zu werden auf 8 Minuten. Ja, trotzdem 8 Minuten halt, ne? So, hier der kann erstmal. Oh, ja. So. Mal ein bisschen Platz machen. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. So. Dieses Loch schließen. 3 Holz benötigt. Ja, mach doch. Wo haben wir jetzt den Hammer her? So, wie viel Holz haben wir noch? Ja, gut, 22. Das machen wir jetzt. Dann können wir dann morgen... Was sagen wir, was ist das eigentlich? Handwerklizenz. Warte mal, können wir die... Wir haben die Lizenz. Lizenzen kann man an Wände hängen. Kann man nicht. Ja, aber draußen ergibt keinen Sinn, ne? Hm. 20 Uhr, legt mich. Dann werden wir nämlich morgen wieder Holz sammeln, wenn die Energie aufgeladen ist. Ah, wir haben kein Holz mehr, super. 2 noch. Was brauchen wir fürs Fenster? Das geht nicht. Also wir können nur die Fußbodenlöcher. 10, oh Gottes Willen. Also zumachen. Die Wände nicht und die Fenster gehen auch momentan noch nicht. Gut. Der Handelsauftrag, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Holzkohle machen wir gerade. Brücke machen wir gerade noch nicht. Weil da brauchen wir die Erze und der Stein draußen hat ein bisschen was gebracht, aber wir brauchen halt auch Zinn und die Ziegel dauern auch wieder ewig lange. Und vorher müssen wir gucken, wie viele Teile wir benötigen. Zwei Brückenkopf, ein Brückenkörper. Oh, so geht das natürlich auch. Also hiervon brauchen wir 2. Also brauchen wir scheinbar 3 Kupferrohre für 1. Also brauchen wir schon mal 6 Kupferrohre, die wir herstellen müssen. Und Holzdielen, 10 Stück. Aus 50 Hartholz. Also das ist ein sehr langer Auftrag. Gut. Dann werde ich mich jetzt hier hinlegen. Dann sehen wir in der nächsten Folge, ob das was gebracht hat, ob die mehr aufgeladen wird, die Ausdauer. Und dann werden wir mal gucken, ob wir, dann geben wir erst die Holzkohle ab für den Auftrag, denke ich mal. Und werden dann erstmal in diese Ruine gehen, um zu sehen, erstens, wie weit wir es schaffen. Da gibt es zwar keine Monster, aber das heißt ja nichts. Wahrscheinlich können wir doch irgendwie drauf gehen. Und wie viel das kostet. Weil er hat ja gesagt, gibt es zwar ein bisschen Rabatt, aber Fahrstuhl kostet schon 20 Gold. Also wer weiß, was die wollen dafür, dass wir das Ding betreten dürfen.
Und wir sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge in. Ja, Gott, wie hieß denn das jetzt? Das Spiel nicht gespeichert, wenn ich schläfst. Ja, nee, oh Gott, dann. Erfahrt ihr im Titel. Ha! Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.